Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode Let's Play WoW MOP Pandaren Monk. Ja, ich habe ein bisschen gecraftet, blablub, und das Sword Stack fertiggestellt. Gut, geil, dass mir das nichts bringt. Naja, gut. Wir machen es trotzdem mal und, so. Schwätzen mal mit den Menschen hier. Nehmen uns die Lederschultern mit. Und packen die dann einfach auf die Bank. Hat jetzt auch ein bisschen EP noch gegeben. Der Buff ist noch nicht ganz ausgelaufen. Ich habe noch ein kleines bisschen was hier zu tun. Aber das macht ja kein Problem, denn wir melden uns einfach für einen Dungeon an. Und kommen direkt rein in die Razor Fendowns. Ich wollte eigentlich noch genau zum Banker. Ich habe hier nämlich auch eine Inscription Satchel liegen. Und pack da quasi alles rein, was ich so erstmal nicht mehr brauche. Nämlich genau so. Und dann habe ich hier, glaube ich, noch meine Style-Equip-Tasche. Da kann der Kram rein. Jupp. Sonst irgendwas vergessen. Ja, richtig. Ich wollte noch meinem Twink, meinem Charmy-Twink, die Glyphe schicken. Und der Tank könnte so langsam an mitnehmen. Ne? Seishu, das bin ich. Ne? Falls ihr euch fragt. Und Glyphe bitte an ihn. Danke. Jupp. So, jetzt... Gut, der will nicht, ne, anscheinend. Von daher, wir gucken mal. Hier müsste irgendwo eigentlich noch ein War Chiefs Command Dingsbums rumfliegen. Und mein Frosty habe ich auch lange nicht mehr rausgeholt, ne? Frosty, hi, Junge, wo bist du? Da. Ha, brav. Ein War Chief Command Dingsbums. Da genau ist es. Denn damit können wir nach 1000 Nadeln. Und, da gehen wir als nächstes hin. Und jetzt mal einfach so. Spontan behaupten. Razor Fendowns. Ist ja gut. So, akzeptieren wir die erst nochmal. Na komm, Didi. Meine Zen Pilgrimage kriege ich vielleicht sogar noch durch. Ne? Dann sind wir schon mal wieder an unserem Ausgangspunkt. Ne? Und können schon mal Richtung 1000 Nadeln losreiten. Quests machen wir jetzt auch keine mehr. Die brechen wir ab. Die brechen wir ab. Und hier die nehmen wir noch mit, weil die liegt sowieso so ein bisschen auf dem Weg. Ne? Die liegt da unten und da können wir einfach mitnehmen. Sag mal, was geht denn hier ab? Jetzt geht's aber runter. Jetzt geht's aber los. Die Razor Fendowns mit. Krieger bist du. Ich hatte erst gedacht, der Bär wäre ein Druide. Dem war aber nicht so. Slash-P. Hey ho! Hey ho! Hey ho! Wir sind vergnügt und froh. Ja, ich glaube, wir haben sogar, ehrlich gesagt, alles, was wir haben können an Buffs. Das ist lustig. Ja, der Tank ist aber gut Krieger, ne? Habe ich ja jetzt noch nicht so. Doch, habe ich mal ganz früher mit Erfahrung gemacht. Aber jetzt auch nicht so viel, dass ich da sagen könnte. Ich bin Experte. Er hat halt, also... Mein Krieger war damals halt, ich glaube Waffenkrieger oder so war das. Ne, zwei Hände, also zwei Einhandwaffen und... rumgekrittet, rumgeroxort. Weiß gar nicht, wie sich der Krieger heute spielt. Ich kann es euch nicht genau sagen, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieser Stab irgendwie verkehrt rumsitzt, oder? Der müsste eigentlich anders rumsitzen. Kann man den irgendwie... Ja, genau so. Genau so. Ja, wahrscheinlich sitzt er deshalb so rum, damit man ihn direkt und ohne Probleme einfach rausziehen kann. Ne? Aber es sieht trotzdem merkwürdig aus. Es sieht trotzdem irgendwie ein bisschen merkwürdig aus. Da kann man sich das spitze Ende ja sonst wohin stecken hier. Na gut. Geben wir jetzt mal nicht so einen harten Fick drauf, ne? Wir sind ja mitten im Dungeon und können uns hier noch später über Kosmetik unterhalten, aber das Design gefällt mir echt unheimlich gut, muss ich. Ich kann es einfach nur immer wieder sagen. Das Waffendesign hier ist superb. Ne? Superb. So. Man kann ja auch einfach den kompletten Kram hier rechts überspringen und
Ach, hätte man am Anfang schon gekonnt. Machen wir anscheinend nicht. Ist dann in Draenor auch übrigens nicht mehr möglich. Heilen wir mal das Pette. So, komm. Sind wir mal nicht so. Solange es jetzt nicht immer erwartet, ne? Weil so ein Spieler geht schon ein bisschen vor. Aber das Pets kommen, gehen wir nochmal einen Hot drauf. Das tankt ja auch mit, ne? Da kann man ja auch mal. Da kann man auch mal jetzt ein bisschen nachsichtig sein bei dem Pet. So, Level 42 war das nächste. Ja. Okay. Das ist schön. Paralyse. Ach ja, übrigens, ich habe eine. Bei N geht es, ne? Die Glyphen sind es bei N. Afterlife. Windwalker passt ja auch zu mir. Das ist ganz schön. Und, ich bin auch. Ne, ich bin Mistweaver, bin ich eigentlich. Ich bin gar nicht Windwalker. Aber das sollte trotzdem gehen, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ist ja auch egal, du. Wir haben ja. Huch, Leute, sterben noch nicht alle so. Und steht doch am besten nochmal so, dass man euch nicht sehen kann. Was ist denn mit dem? Hä? Hier hat irgendjemand etwas zu viel gepult, muss ich ganz ehrlich sagen. Und er, ich weiß gar nicht, ob er schon Todstellen hat, aber er sollte es eigentlich haben. Beziehungsweise eigentlich hat er gar nicht so viel gepult. Der hat einfach nur die Aggro nicht von allem gehalten. Man sieht, der ist ein bisschen. Bisschen beschäftigt da auch. Also das muss ja nur nicht sein, nicht? Hättest du ruhig mal ein bisschen aufpassen können. Ich meine, mein Aggro bei dem Typen war eben richtig hoch. Und ich kann wetten, dass das bei dem Jäger genauso gewesen ist. Ach ja, jetzt kommt hier der Spinnenmaus mit dem Gong, ne? Könnte man auch auslassen, natürlich. Denke mal nicht, dass die Gruppe das tut. Ja, wir sind ja nicht. Sind ja nicht irgendjemand, wir sind ja hier. Er hat den Gong gehauen, bevor der andere Typ wieder da ist. Finde ich ja jetzt nicht unbedingt so nett. Also. Das muss ja nun auch nicht sein. Da kann man ja schon mal ein bisschen nett auf die Leute warten. Haben wir überhaupt. Was haben wir denn überhaupt dabei? Ein Priester, Schurke und ein Jäger. Alles klar. Ja, haben sich ja bei dem. Bei dem Monk dann gedacht, naja gut, wir erfinden jetzt keine neue Ressource, so wie sie es bei dem Todesritter gemacht haben, ne? Wir geben denen einfach so ziemlich jede Ressource, die wir haben, auf Lager. Also, das Einzige, was wir glaube ich nicht haben als Monks, ist Fokus, ne, den er hat. Obwohl Fokus ist ja nochmal eine andere Sache als Energie. Aber ich glaube auch nicht so viel anders. Also ich kann mich da jetzt auch ehrlich gesagt nicht mehr unbedingt so heftig gut dran erinnern. Aber meiner Meinung nach war das so. Kann man immer, immer sagt, meiner Meinung nach, ne? Dann kann man eigentlich nicht falsch liegen, weil Meinung kann einfach nicht falsch liegen. Leute, das ist einfach so. Meinungen liegen nicht falsch. Behauptungen tun das, ne? Komm, stirb. Tada. Was bist du? Nicht. Unbedingt vonnöten und ich gewinne es auch. Bestimmt droppt jetzt gleich irgendwas, wo ich mich mit irgendjemandem noch drum prügeln muss. Zwar unwahrscheinlich, aber durchaus möglich. Und dann gewinne ich es nicht. Ne? Dann gewinne ich es nicht. Ich sehe schon kommen. Quest hat hier natürlich auch keiner geteilt. Naja. Ist ganz, ganz unverständlich, ne? Dass hier jetzt auch keine mehr am Eingang stehen und die Quests verteilen. Das war ja früher immer so. Beziehungsweise nach dem Update, ne? Durch Kataklysm war das so, dass da am Anfang jeder Instanz eben die Leute gestanden haben, die Quests für die Instanz gegeben haben. Und naja, die Day-spezifisch hier wird dann natürlich überarbeitet. Ja, von daher ist das ja wahrscheinlich im Zuge der
Überarbeitung noch durchaus möglich, dass es passiert. Golddorn. Golddorn müsste ich mitnehmen können. Im Übrigen. Wie er als mich versucht zu überreden, hier mit ihm PvP zu machen. Der Dennis. Ne? Der Dennis. So, ist denn jetzt hier mein Golddorn? Ist er dahinter? Ja, ist dahinter. Und was haben wir hier noch? Grave Moss, kann ich das mitnehmen? Kann ich mitnehmen, ist aber nicht so... So skillfördernd, ne? Kann ich sogar auseinandernehmen. Und wieder laufen sie, bevor ich da bin, aber diesmal macht das ja nichts, weil sie müssen ja. Ist ja die Quest, aber warum habe ich die jetzt nicht bekommen? Das frage ich mich gerade. Kann die Quest bitte noch wer teilen? Ja, das ist halt ein bisschen blöd, ne? Dass ich es nicht abbekommen habe. Weiß nicht, warum ich die nicht bekommen habe. Normal wird man auch gefragt, ob man mitmachen will oder nicht. Vielleicht war ich auch einfach nur zu weit weg. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, aber keine besonders schöne, ne? Keine besonders schöne. Und, teilt aber auch keiner. Oder? Keiner angenommen? Check ich nicht. Ist doch normal die Escort-Quest da, oder? Nicht blöd. Ja, das ist die Escort. Du bist doch Escort-Quest. Bei Nistras. Teilt aber auch keiner die Quest. Anstatt, oder einfach mal zu sagen, nö, Quest teilen geht nicht, weil geht halt nicht, ne? Nee. Schweigen wir lieber an. Ja, super. Einer, irgendjemand muss sie angenommen haben. Ach Gott, ich frag einfach nicht. Man sollte es einfach sein lassen. Man sollte einfach nicht mit Menschen zusammenspielen. Menschen sind scheiße, ne? Das ist übrigens, bei Nistras ist ein roter Drache, wie man dem Namen schon entnehmen kann. Nur ohne jetzt hier zu spoilern. Weiß gar nicht, kriegt man hier angezeigt? Ne, kriegt man bei den... Bei denen kriegt man es angezeigt, bei ihm nicht. Was ich etwas merkwürdig finde. Und normalerweise kriegt man ja den Typus des NPCs angezeigt. Bei ihm jetzt leider nicht. Na gut. Wird schon seine Gründe haben, warum. Ja, was haben wir hier noch? Den Spinnenboss haben wir schon gemacht. Den Mordresch fehlt noch. Amina fehlt noch. Und Latten. Ne, der fehlt auch noch. Hat hier so ein... Eine Axt, Schultern. Na gut, die Schultern sind jetzt so ein bisschen drauf geschissen. Irgendwie komme ich ständig mit Leuten hier in Instanzen, die den ganzen Scheiß schon haben. Die Razorfan-Downs kann man schon mal rausnehmen. 2 minutes to go, na, super. Und die Quest teilt einfach keiner, das ist nicht nett, Leute, das ist nicht nett. So ganz und gar nicht nett. Naja gut, früher, ne? Früher war das hier wahrscheinlich noch ein bisschen challenging. Wenn man noch nicht Level-Gear hatte und so ein Kram, ne? Mittlerweile, ja, ist es halt... Schnarch, einfach nur. Vor allem, wenn der Tank schon drüber ist. Früher hat man auch nicht vorgeschrieben bekommen, welchen Level man hier reingehen kann. Früher war die Welt besser. Früher war die Welt einfach besser. Glaubt es mir ruhig. Glaubt es mir ruhig. Swiftblade Cunning. Spell Haste kommt durch Mind Quickening. Von wem kommt das denn? Von dem Priest wahrscheinlich, ja? Von dem Priest. Attack Power. Kommt geschaut von dem Krieger. Okay. Na, ich overheale hier jetzt ohne Ende. Eine Minute noch. Also die Quest ist hoffentlich dann, ne, im endgültigen WOD dann auch rausgepatcht und ja. Oder zumindest etwas verschnellert. Das wäre schon was. Ich weiß überhaupt gar nicht,
Manchmal überarbeiten sie ja Classic-Instanzen, wie hier die zum Beispiel. Ja, ich springe jetzt einfach hier im Kreis und springe halt im Kreis und springe ich halt im Kreis, ne? Weil so alle 2-3 Minuten mal ihm einen Hort zu verpassen, reicht ja vollkommen. Ich könnte auch mal wieder meine Piu durchballern, ne? Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, aber ist ja vollkommen unnötig, echt. Was haben wir hier? Monk Staff of Intellect. Ach ja. Ach ja. Die Handschuhe sind, na, für einen Damage Dealer ganz okay. Für einen Damage Dealer ganz okay. Ich weiß gar nicht, ob das bedeutet, dass ich diese Glyphe nur benutzen kann, wenn ich Windwalker bin. Ich meine, ich bin ja Mistweaver. Und, bin ich mir nicht ganz sicher. Ach, increases the chance. Okay. Ja, dann bringt's generell nichts. Dann bringt's generell nichts. Ja, müssen wir, was haben wir eigentlich für Spaßglühen? Würde mich interessieren. Blackout Kick. Okay, Crackling Tiger Lightning. Das ist schön. Spirit now appears in a fighting pose when using. Okay. So ein Transzendenz ist das hier. Das ist Zen Pilgrimage. Naja, wir sehen's ja dann, ne? Wir sehen's ja dann. Wenn ich vielleicht irgendwann auch mal die Glyphen alle besitze, dann kann es ja durchaus zur Sache gehen, ne? Ja, da ist er, der Mordresh, Feuerauge. Und der Rogue, der haut schon drauf. Der gibt keinen Fick. Und denkt sich einfach, YOLO! YOLO, wir haben einen Heiler! YOLO! Ja, dann hau mal drauf, Junge, hau mal drauf. Mach ruhig deinen Kram. Ich sage immer dann YOLO, ne, wenn ich denke, dass ich es mit nicht so intelligenten Spielern, oh, Grave Moss, zu tun habe. Was bist du? Cloth. Na, aber jetzt nochmal Grave Moss für mich, das ist ja super. Noch mehr Grave Moss. So, jetzt haben wir 5, jetzt können wir das auch auseinandernehmen. Und jumpen den einfach hinterher. Hui! Palyms! Palyms, ne? So, wir können ihn ja zwischendrin mal hier ein bisschen millen. Das merkt ja keiner von denen. Das geben auch einen Fick da drauf. Was ich auch nicht verstehe ist, ne? Die Instanz ist vom Level her eben höher als zum Beispiel Maraudon. Aber von den Kräutern her deutlich niedriger als Maraudon. Da hätte man doch... Ich weiß nicht, man hätte doch irgendwas machen können, ne? Ich meine, klar, früher war das auch so, dass die Instanzen, Krall und Hügel leveltechnisch etwas auseinander waren, aber... Naja. Naja. Ob das so sein muss. Hast du eigentlich, du hast doch bestimmt auch hier... Levelwaffen. Ja. Hat auch sonst... Leveltechnisch natürlich auch alles dabei, ne? Wie sich so gehört. Gibt ja heute niemanden mehr, der nicht alles levelmäßig dabei hat, außer ich natürlich. Aber das wird sich wahrscheinlich auch bald ändern, denn ich habe bald genug Justice Points für den Stab zusammen. Der Rest ist eigentlich, naja, egal, finde ich. Da kann man halt, Waffe ist halt schön, wenn die mitlevelt. Das macht einem das Ganze ein bisschen angenehmer. Den ganzen Prozess, ne? Und, das wäre halt schon ziemlich cool. Bin ich jetzt schon wieder an dem Goldthorn vorbeigelaufen? Ne, der ist da oben, da komme ich nicht dran. Na, da komme ich gleich noch dran. Wo ist denn jetzt eigentlich hier der die Abomination, ne? Das heißt die Abomination. Ach, da ist er. Da ist er, der Boss. Du kriegst es schon hin, mein Freund. Ich habe vollstes Vertrauen darin, dass du das getankt bekommst. Könnt ihr vielleicht mal aufhören, alle so durcheinander Schaden zu fressen? Das macht mir schon so ein bisschen... Also wenn man mit seiner eigenen Aggro nicht umgehen kann hier. Das ist ja schon... Das ist schon ein Ding. Hauen wir mal mit drauf hier. Tju und Tritt. So, jetzt haben wir Schlag. Wir haben den Schlag ihn sogar daneben. Ich dachte gerade, wir haben es ihm gegeben, aber haben wir leider gar nicht. Formula Enchant Weapon.
Und eine einhändige Axt, die auch dringend für uns nötig ist. Ne, weil das braucht man ja. Das braucht man ja unbedingt. Diesen Stab werde ich wahrscheinlich einfach als Transmog-Kram behalten. Da wäre es irgendwie cool, wenn man die Skins irgendwie freischalten könnte. Na, wie das bei Guild Wars eben auch mittlerweile der Fall ist. Dass man extra Skins, extra Skin-Tab hat. Da könnte man schon ein bisschen komfortabler sein. Aber wir wollen jetzt ja auch nicht über alle Features, ne? Hier genauestens auslassen. Das wäre ja dann... Ja gut, man müllt halt eben so dem Spieler noch mehr Kram zu, als es sein müsste. Von daher... Naja, wir stehen da drüber über solchen Dingen und... Das wird schon, das wird schon. So. Da hat jemand ein Level-Up bekommen. Nice. Oh, GZ hier. Die Gruppe ist ja sonst so gesprächig. So unheimlich gesprächig und so unheimlich freundlich, was Quest-Teilen und so anbelangt. Sind die schon... Sind schon Herzchen, ne? Sind schon Herzchen, die Typen. Und dann dauert es trotzdem irgendwie so lange, bis sie weitergehen. Das kann ich ja nun nicht verstehen. Gold Dawn, yay. Joa, ihr macht das schon. Ich werde jetzt einfach mal meinen Gold Dawn mitnehmen. Und hat schon wieder jemand ein Level abbekommen. Aber der sagt auch nichts, also warum sollte ich dem ein GZ wünschen? Ne? So unfreundliche Leute. Können mir ruhig gerne mal gestohlen bleiben. Ja. Da bin ich ganz eisern und das mag ich nicht. Sowas mag ich nicht. Oder ist noch was? Was bist du? Grave Moss? Ah, Grave Moss müssen wir jetzt nicht unbedingt nochmal mitnehmen. Wir können aber hier nochmal den Golddorn auseinandernehmen, wenn wir schon mal dabei sind. Der ist sogar hier für das, was wir zum Skillen brauchen. Das ist ja super. Ist ja sogar mehr als super. Wir sind jetzt hier 187, ne? Das ist schon cool. Das ist schon recht cool. Wie viel habe ich denn hier noch? 16 Moonglow Inks, ne? 10 Stück. Ja, reicht noch nicht ganz, um alle Glyphen zu lernen, die das Ding zu bieten hat. Aber für einige reicht es. Hoffentlich ist da noch was von Monk dabei, ne? So. Wäre schon geil. Könnte auch eigentlich auch mal googeln, ne, ab welchem Level man da Monk-Glyphen bekommt. Weil die eine, die ich jetzt habe, das ist ja irgendwie... Weiß auch nicht. Nicht unbedingt das Gelbe vom Ei, ne? Nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Piu. Ja, Leute, ihr kriegt keinen Schaden, aber ihr teilt auch so unbedingt nicht so schnell welchen aus, habe ich das Gefühl. Die soll jetzt auch nicht GZ. Puh. Was? Eben nichts. Wer nichts selbst sagt, der kriegt auch von mir nichts gesagt. Ne? So ist doch ein ganz gutes... Jetzt bedanken Sie sich, Kelle. Was eine Dämlichkeit, ne? Dämlichkeit. Da haben wir schön gekrittet. Da haben wir schön gekrittet. So, dann machen wir... Da ist Amenar. Und mein Grave Moss. Nehmen wir jetzt auch nur mit, falls sich unser Skill nochmal erhöht. Erhöht sich sogar. Krass. Wirklich krass. Ach, das hat noch Cooldown. Okeli dokeli. Jetzt können wir es aber durchhauen. Tju. Ja, das, geil. War's schon. Was ist mal hier? Und das ist eigentlich nicht schlecht. Und da können wir... Kriegen wir zwar ein bisschen weniger Spirit, aber das macht ja auch nichts. Und sind quasi schon fertig hier. Das ging fix. Aber, ne, tschüss sagt er, aber mehr dann auch nicht. Ja,
Na gut, dafür können wir jetzt noch mal ein bisschen was mitnehmen. Fade Leaf. Fade Leaf ist auch schön. Ich hätte mir eigentlich, könnte ich mir natürlich auch so eine Herb-Tasche kaufen, ne? Das wäre natürlich auch geil. Ich glaube, hier konnte ich erst ab. Doch, 200. Ich habe schon über 200. Nee, kann ich immer noch nicht mitnehmen. Wie viel brauche ich? 235. Das ist ja geradezu empörend, verstörend, betörend. Und ja, kannst du. Du musst es mir nicht mehr anzeigen. Ich weiß, was ich gewonnen habe mittlerweile. Und das habe ich auch schon angezogen. Jetzt hast du es weggemacht. Das ist brav. So, ist das Fade Leaf jetzt hier oben oder ist es da unten? Ja, der ganze Weg, den wir jetzt hier natürlich laufen, ne? Müssen wir natürlich dann auch nach gefährlichen und wilden Kräutern Ausschau halten, die einfach so irgendwelche Reisenden hier anspringen könnten. Und diesmal bin ich eigentlich ganz gut dabei, sogar mit dem Level, ne? Von Kräuterkram. Denn ihr seht, dieses Fade Leaf hier ist auch schon. Wo ist es denn? Da ist es. Ist auch schon grün. Und gibt uns auch nicht mehr immer ein Level ab. Bei den Fertigkeitspunkten. Ich muss mich da immer mal so ein bisschen selbst korrigieren mit der Terminologie. Hier würde ich natürlich. Ich würde es nämlich gerne mitnehmen hier, weil da stehen zwei übereinander. Ach ja. Ach ja. Hier seht ihr mal so ein paar. Die Nagrand. Spitzen, ne? Es ist einmal dieser Bär. Jetzt. Muss man ein bisschen aufpassen hier. Ist auch wieder. Ja, kann ich auch nicht mitnehmen. Die Nagrandspitzen, da gibt es auch eine Quest. Und da kriegt man oben, glaube ich, einen Fallschirm, ne, damit man wieder runter kann. Ist auch ganz schön, ne? Ist auch eigentlich ganz schön gemacht. Und ja. EP kriegen wir jetzt eigentlich auch super, ne? Also das. Ich möchte mich jetzt auch nicht nochmal für eine Instanz anmelden, denn. Habe ich den schon rausgenommen, den Hügel? Ja, habe ich schon rausgenommen. Denn die Folge hat eh nur noch 3 Minuten, von daher muss jetzt nicht unbedingt sein, ne? Wir reiten jetzt mal hier lang und nehmen dann natürlich auch diesen Pet Ranger mit. Das muss natürlich auch sein. Pet Ranger, sag ich schon, Pet Master. Kann ich hier runterspringen? Komme ich dann hier wieder hoch? Das wäre natürlich. Ach, wir probieren es einfach. Ups. Khadgar's Whisker ist auch schon gelb, ne? Da kriegen wir langsam auch keine Erfahrung mehr. Wir können wieder hier hoch. Wir können wieder hier hoch. Das ist ja geil. Rabbit. Ein Rabbit. Rabbit. Da unten ist übrigens. Oh, noch ein Khadgar's Whisker. Das Allianz-Hauptquartier hier in Feralas. Und da bin ich auch sogar mit. Einem meiner Nachtelfen-Druiden gewesen. Ich glaube, mit dem RP-Druiden bin ich da gewesen. Weiß gar nicht, wo mit dem anderen. Ich war auf jeden Fall mit meinem normalen Druiden in Feralas, mit meinem. Oder war ich da mit einem anderen Charakter? Gute Güte, ich war. Nee. Nee, 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 nee. Nee. Nee, 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 nee. Ich war hier. Darkshore. Ups, Ashenvale. Wo bin ich nach Ashenvale hin? Bin ich. Ich glaube, ich bin dann wirklich in die Stone Tailor Mountains rein. Und Desolace, erinnere ich mich dran? Kingsblood. Ja, nehmen wir erstmal nicht mit. Weiß gar nicht, ob ich Desolace rein bin. Kann ich mich nicht mehr dran erinnern, ehrlich gesagt. Kann ich mich ehrlich nicht dran erinnern. Und an diese Festung kann ich mich auch nicht erinnern. Stone Mall Hold, ne? So, ich hole nur mal erstmal den Flugpunkt mit. Wer weiß, wofür der noch nützlich ist. Gut, wenn wir später sowieso das Flugreiten haben, dann ist es jetzt auch nicht mehr so wild. Wir sind ein Panda und können den Fall überleben. Ist eigentlich vollkommen unnötig, weil wir hätten auch einfach weiterlaufen können, aber ich wollte nochmal meine Panda-Fähigkeit unter Beweis stellen und er hat hier einen Trike. Cool. Coole Kiste. Coole Kiste. Ich finde, das passt aber auch irgendwie nicht so ganz in WoW rein. Was bist du? 90. Schön. Schön für dich. Oh, was war da? Ach, jetzt war ich zu langsam. Und ich bin schön, dass ich erst halb durch die
Stunted Yeti. Den habe ich ja noch gar nicht. Den habe ich noch gar nicht. Aber die Episode ist sowieso jetzt vorbei. Ja, Complete Quest. Ist ja gut. Die kleinen. So. Das machen wir jetzt noch. Den möchte ich gerne mitnehmen. Was haben wir hier noch? Ein normales Quirrell. Gut. Pew! Go, Frosty. Ja, Frosty sollte da eigentlich auch nicht sterben. Das sollte eigentlich ganz gut durchgehen, ne? Kann ich noch nicht? Hat er sich gerade geheilt? Hoffentlich. Ja, ich hau ihn jetzt zum Glück nicht weg. Das war eine knappe Kiste. Oh, der heilt sich. Der kann sich heilen, das ist super. Und ich habe ihn direkt gefangen. Ne? Achievement unlocked. Yeti gefangen. Booty Bay, Blood Cell, Buccaneer. Quasi fast. Ja, bei allen Goblin-Städten, ne, habe ich was dazu bekommen. Außer natürlich bei der neuen Goblin-Stadt. Nur bei den Classic Goblin-Städten. Und stirb endlich bitte. Danke. Frosty kriegt jetzt natürlich ein bisschen EP. Go Frosty kriegt EP. Und wir heilen mal die Pets, ne, wenn wir schon mal dabei sind. Und machen hier einen Folgenschnitt und sehen uns in der nächsten Episode. Macht's gut, bis dann. Tschüss. We'll PvP the